So, wir laufen jetzt los in Richtung letzte Maschine, wo wir mühen schaffen. Wir machen hier nur das Minimum, wir machen hier keine 100% Run. Los, 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 los! Blau, ja, blau brauchen wir. Ah nein, der Tank ist schon voll. Oh, rot! Binary Liquids. Strangely, the fluoros that fall from the trees in this orchard appear in two varieties, red and blue, made of substances that appear to be chemical complements to each other. What's more, these chemicals have all been part of an active fluoro at one point, amplifying the chemical energy they contain. Unlocking that energy could provide great benefits in the right situations, and great hazards in the wrong. Interessant. Dann schauen wir doch einmal, was uns da erwartet. Was löst der Schalter aus? Okay, der gibt uns blau. Und unten haben wir rot. Ich glaube, wir schießen da mal einen blauen rein. Oh, shit, falscher Tank. Einen blauen rein. Das hat ja eigentlich jetzt genau durchlaufen. Oh, blau und rot gibt Explosion und wir sterben. Okay. Das heisst, wir sollten zuerst ein bisschen warten. Okay, super. Falsches Nozzle. So. Ich gehe lieber mal rauf. Warte, da müssen wir noch ein bisschen drehen. Oh Mann, das Ding ist ein bisschen alt und rostig, der bewegt sich nicht so gut. Da komm schon, Blaufluoro. Ich habe wahrscheinlich den falschen noch eingestellt, wenn wir gestorben sind. Wechselt es ja an. Ja, genau. Das ist auch nicht so geil. Wenn du stirbst, dann wechselt es immer wieder aufs erste zurück. So. Jetzt aber los, rauf, 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 in Sicherheit bringen. Ich hoffe, da oben sind wir sicher. Jawohl. Fertig, Explosionen. So, wenn wir den betätigen, dann... Ah Mann, komm, funktioniert. So, was passiert da? Mann, du bist schwerfällig. Bist du mich verarschen? Ah, wir können hier nur hin und her. Okay, dann ist das Ventil zu. Gut, das macht Sinn. Jetzt kann unser Blau ja auch durchlaufen, genau. Back! Öffne uns bitte die Türe, mein Freund. Jawohl, renn, 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 hüpfe, Freude, Freude herrscht, Freude herrscht. Ich gehe zu meiner blauen Familie. Und wupp! Vielen Dank, vielen Dank. Auf, auf! Ein bisschen aufsammeln. Und hier Maschine Nummer 5. Mal schauen, was wir hier machen. Wo läuft der an? Okay, der geht da drauf. Und dann geht er oben drauf. Ich check noch nicht ganz, was von uns verlangt wird. So baut sich Dampf auf. Nachher wieder entlassen. Muss sich Dampf
Warte. Wahrscheinlich muss ich Dampf vollständig aufbauen können. Nehme ich mal an. Das ist mir gerade gar nicht geil, was die da machen, gleichzeitig rumhüpfen. Und zwar, ich schieße jetzt einfach mal blau rein. Oh je. In Deckung! Ah, das ist ja noch gegangen. Und hier nochmal ein. Hoi, jetzt läuft der weg. Ah, genau, der. Ah, warte. Der dort oben muss gedrückt bleiben. Und der hier unten darf aber nicht wieder aktiviert werden. Dann tun wir doch mal. Warte schnell. Sorry. Oh, sorry, Leute. Da noch einen rein. Oh, fuck. Fuck. Okay. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen intelligenter angehen und nicht einfach umprobieren. Jetzt haben wir immerhin einen Plan. Einen kleinen. Und zwar. Wir müssen den Schalter drücken, damit sich Dampf aufbaut. Wenn sich aber Dampf aufbaut, kommt unten ein roter raus und geht auf den anderen Schalter. Das sollte nicht passieren. Nach dem tun wir doch zuerst einmal einen blauen abschmeißen. Na, oh, falscher Kanister. Oh je, was sind die für eine Missgeburt? Ich hoffe, das langt. Nein, das langt wahrscheinlich nicht. Der ist der erste Schalter, geil. Ah, egal, ich starte mal da drauf. Okay, das bringt nichts. Das hat nichts gebracht. Vielleicht wenn wir einen. Okay, immerhin sind die jetzt weg. Ah, wenn wir den. Warte schnell, wenn wir den. So einen blauen überschießen, dann geht er auf den Schalter. Oh shit, das ist aber der falsche Schalter. Warte. Ah, ich lasse den zuerst ein bisschen aufgehen. So, jetzt aber. Jetzt sollte der auf dem anderen Schalter bleiben und wenn der rote kommt, dann explodieren sie. Oh, vielleicht ist das Timing. Nein, ist noch nicht korrekt. Fuck. Scheiße. Timing stimmt nicht, sonst wären sie gleichzeitig auf den Schalter. Mmh. Ist das erst der Timing-Frage, ja? Ich will nicht zwei rote da oben haben, Mann. Scheiße, sie kommen von beiden Seiten. Zack. So, und jetzt bekämpft euch. Wenn ich hier einen von denen hier schieße, dann geht er zum Blauen, oder? Ja. So. Und der explodiert. Mann. Der hüpft zwar runter, aber du, hey du, wieso gehst du nicht weiter? Schau, da kommt ein Kollege.
Ah, der bleibt gerade stehen dort, okay. Ich mache ihn mal kaputt. Und... dich machen wir auch kaputt. Sorry, so. Und dich auch. Okay, das ist endlos. Ich muss noch mehr Blau holen. Ich muss die irgendwie alle zum Explodieren bringen. Aber ich habe jetzt gerade noch nicht herausgefunden, was der Geheimtrick ist. Also die produziere jetzt endlos. Das ist ja lustig, ey. Wenn ich hier blau reinschieße, was haben wir denn noch? Blaue, die folgen. Blau gehen zu blau. Warte, ich glaube, ich löse mal eine Riesenexplosion aus da unten. Und dann mich den Blau hier abschießen. Okay, nicht so eine grosse Explosion gewesen. Aber eigentlich will ich ja nur, dass einer da drauf steht. Einer soll da drauf stehen, und zwar ein... normaler... normal, ich könnte normaler machen. Ein Schalter geiler. Ah nein, ich kann ja einen von denen lenken, eigentlich. Und zwar, indem ich ihn zuerst schieße. Oh, das wird jetzt difficult. Ich schieße ihn, ich ändere das. Oh, sorry. So, oh nein, jetzt explodiert er. Fuck. Ich ändere... shit, so, so, komm. Scheiße. Gut, der da unten bleibt auf jeden Fall mal drauf. Nein. Ich kann die da drauf leben lassen. Und dann. Oh, Scheiße. Scheiße. Dich wollen wir nicht. Nein, ich will mir auch nicht. Geh weg. So. So, wenn jetzt alles weg ist, dann kann ich meinen Versuch mal starten nochmal. Also, einer von denen. Tun wir jetzt einfach mal schießen. Und wenn ich jetzt eigentlich Wasser ansammle, sollte der kommen. Stopp. Ein bisschen zu weit. Oh, sorry. Ich muss nochmal aufsaugen. Der Plan ist ja... nein, nicht so schlecht gewesen. Scheiße, jetzt kommt ein Roter. Okay, der kommt eh drüber. Das macht keinen Sinn, wenn wir nicht... wenn er drüber kommt, ist nicht so cool. In dem Fall... machen wir einen normalen, der auch Schalter geil ist. Und zwar... Aber blöd ist, wenn der jetzt da drauf geht. Mann, das ist so ein endloses Ding. Ich habe keine Ahnung, Mann, wie ich das lösen soll. Eigentlich müsste ich ja die da unten die ganze Zeit zum Explodieren bringen. Helft meinem Gehirn auf die Sprünge. Habe ich überhaupt noch genug? Ja, noch einen halben Tank. Ein Blauer geht zum Blauen. Wir könnten den doch irgendwie durchschleusen.
Und dann wir hier so einen anschießen. Oh fuck, das ist ein bisschen zu weit, eine Welle. Und wenn wir jetzt draufstehen, kommt ein roter raus. Wenn wir den blauen hier oben würde anschießen, würde er dann zum blauen laufen. Das testen wir doch kurz, bevor wir das ausführen. Jawohl, okay. Hey, das ist optimal, wo der stehen geblieben ist. So. Ich hoffe, das funktioniert. Hey, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es ist geil, dass der dort stehen geblieben ist. Hey, wie viel Glück ich da ab und zu habe, oder? Ungewollt rätsellös. So. Wir beheben die fünfte Windmühle. Schau, ein riesiges Teil im Hintergrund. Wop. Und wir begeben uns zum Ausgang. Los, unsere Arbeit ist getan. Los, 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 los. Renn, renn. Hüpf, 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 hüpf. Oh, es stockt gerade wieder ein bisschen. Ah, wir gehen da rauf. Ah nein, wir müssen das zuerst in Gang setzen, da unten. Oh, was ist denn das? Moment, wir müssen da... Wir müssen da irgendwas reinschmeißen. Blaue... Ah, warte, das können wir da oben sammeln. Da. Ah, warte, Dampf. Wir brauchen Dampf. Aber ich habe da gerade kein Feuer umeinander. Geschweige denn blau oder rot. Nein! Komm zurück. Wasser. Bringt da was? Ah, warte, wenn... Na, komm da nochmal zurück. Eigentlich sollte da was rauskommen. Aber da kommt nicht raus. Moment. Da hinten hat sie noch einen zweiten Behälter. Wo man etwas reinmachen soll. Und vielleicht hat es da hinten eine rote Quelle. Jawohl! Jawohl! So! Ich hätte eigentlich gerne das rote Blühe und nicht blaue. Ah, es blüht beides. So, ich will aber nur den. Komm schon. Dann rütteln wir halt mal richtig am Baum. Oh shit. Shit. Ich will ja eigentlich nur einen roten Abe bekommen. Warte, ich tue mal vorne blau vorlegen. Jawohl, also wir legen mal blau vor. Längt das echt? Ja, ich hoffe es mal. Boah, es gibt eine Heide-Explosion. Also, wie bekommen wir aber einen roten Abe? Weil wir haben ja eigentlich kein Rot. Wir können es ja nicht in die Hand nehmen. Wir bekommen den gar nicht dahin. Vor allem haben wir jetzt kein Wasser mehr. Gut, wir können zuerst noch Wasser holen in dem Fall.
Wie bekomme ich den Roten dort runter? Der Rote folgt ja nur zum Roten. Hüpf, hüpf, mein kleiner Freund. Hüpf, hüpf.